Ein 3:0-Sieg ist es geworden, 2 Tore hast du beigesteuert, gegen einen Gegner, wo man vorher beim GAK nicht so war. Also Amateurteam, tabellarisch dürfte man es gewinnen, statistisch eher nicht. Wie schwierig war die Ausgangslage für euch? Ja, wir wollten heute unbedingt den 3. Sieg in Folge feiern, das haben wir Gott sei Dank geschafft, aber wir wissen trotzdem, dass Amateurmannschaft halt trotzdem nicht so leicht zu bespielen ist, vor allem, weil sie haben sehr gute Einzelspieler drinnen und sie können einfach gut Fußball spielen, das haben sie auch heute wieder gezeigt. Ja, am Anfang haben wir, glaube ich, ein bisschen Probleme gehabt, haben ein paar Chancen zu viel zulassen, was uns normalerweise nicht so passiert, aber das erste Tor war dann sehr wichtig und ich glaube, zweite Halbzeit haben wir es dann souverän zu Ende gespielt und deswegen sind wir jetzt froh, dass wir den 3. Sieg in Folge haben. 3. Mal zu 0 muss man auch einmal erwähnen und ja, so kann es weitergehen. Bei dir waren es bisschen über 60, glaube ich, sehr, sehr intensive Minuten. Von außen betrachtet hat es einfach geschaut, einmal alles raus, was ging und that's it, oder? Ja, ich bin generell ein Spieler, der sich nicht viel einteilt von Anfang an, der immer versucht, das Maximum zu geben. Und ja, wenn es nur einmal 60 Minuten reicht, einmal 70 Minuten reicht, ist das für mich voll okay, weil wir haben trotzdem gute Breite im Kader. Und ich glaube, da was da reinkommt, ist trotzdem, sind Spieler mit sehr viel Qualität. Und von dem her ist es so in Ordnung und das passt so. Wenn wir gewinnen, ist es wurscht. Du bist mit einem Muskelzwicken oder sowas raus? Irgendwas Bedenkliches? Müssen wir uns Sorgen machen? Nein, ich wollte am Kopfball springen und dann hat es einen Stich in die Wade gemacht und das hat ein bisschen zugemacht. Und ja, ich meine, 2 Tore müssen halt reichen und das geht mir aus. Viel Spaß beim Feiern heute. Danke, danke. Ein 3:0-Sieg, der 3. in Folge. Wie zufrieden bist du? Ja, sehr, weil im Endeffekt ist es heute wirklich nur gegangen, den 3. Sieg einzufahren. Ausgangsposition, DRK gegen den letzten. Mit unserer Heimstatistik hat sich jeder einen Sieg erwartet und Gott sei Dank haben wir den auch gebracht und schlussendlich, glaube ich, schon souverän. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, erste Halbzeit schleppend. Also wir sind überhaupt nicht in den Spielfluss gekommen wie sonst bei den Heimspielen oder den letzten 2 Spielen. Ja, warum? Es waren sehr viele technische Fehler dabei, haben die Young Violets damit stark gemacht. Wir haben aber schon auch Chancen gehabt, das muss man schon sagen. Die haben wir halt nicht gemacht. Wahrscheinlich haben wir es uns erste Halbzeit nicht verdient, aber zweite Halbzeit war es dann eigentlich, entspannt möchte ich nicht sagen, aber es war dann eigentlich Spiel auf Ador mit dem Ergebnis mit 3:0, das glaube ich auch gerecht ist. Jetzt haben wir 3 Siege in Folge. Wir haben sowas wie einen Lauf, würde ich mal sagen. Wie konserviert man sowas? Ja, es weiß jeder einmal im Kopf, dass wir 3-mal gewonnen haben. Das heißt, jeder geht gern zur Arbeit, jeder geht gern zum Training. Im Endeffekt kommt die Länderspielpause, wo wir vielleicht für den Kopf durchschnaufen können. Ja, und dann geht es eh wieder los. Also ich glaube, einen 4. Sieg in Folge haben wir noch nicht geschafft unter meiner Ehre in der Meisterschaft. Und das ist Ziel genug, dass wir da über den 2 Wochen angreifen. Jetzt war das speziell ein Spiel, wo es viele Wechsel geben musste, auch verletzungsbedingt. Welchen Stellenwert hat das denn, dass durchaus ein Großteil des Kaders auch bei den letzten Siegen immer involviert war? Ja, ist natürlich cool für die Jungs, dass jeder zum Spielen kommt. Im Endeffekt haben wir gesagt, dass wir einen großen Kader haben, dass wir jeden brauchen werden. Ja, es ist jetzt schneller gegangen als gedacht, aber auch wenn heute Benji, Ganci oder Max Omnitz, der in die Partie gekommen ist, für den Berg, der David, der ja, eine schwierige Rolle hat jetzt im Frühjahr trifft, also und nimmt das voll an. Also ist schon cool, wenn es von der Bank dann auch so funktioniert, glaube ich. Für das ganze Gefüge ist das ganz gut. Gratuliere. Danke.